Moin, moin, Le Grand Rouge hier. Jo, das ist unser zweites Projekt. Battle Chaser Night War. Ist ein RPG, das ich gar nicht wusste, dass ich es habe. Meine Steam-Bibliothek gestern Abend durchgeguckt und hatte ich das gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, gut, mache ich doch mal ein Let's Play dazu, indem ich mir ein, zwei Videos auf YouTube angeguckt habe. Sah echt ganz cool aus. Ist schon etwas älter, das Game. Aber who cares? Oh, ich hätte hier einmal reingeguckt für Sound und so ein Schnickschnack. Hier nochmal reingeguckt für Sound und Schnickschnack. Ah, jetzt gibt's erstmal fett Star Wars-like Geschichte. Jahre sind vergangen, seit der große Krieger und Anführer Aramos verschwunden ist. Zurückgeblieben sind seine mächtigen Panzerhandschuhe, Artefakte mit unbekannten Fähigkeiten, die ihrem Besitzer die Macht geben, Berge zu versetzen. So heißt es in den Geschichten. Ebenfalls zurückgeblieben ist seine Tochter Gally. Sie hat die Handschuhe ihres Vaters gefunden und damit die Ereignisse in Gang gesetzt, die sie zu einer bedeutenden Zielscheibe gemacht und in die Gesellschaft ihrer größten Verteidiger geführt haben. Nolan, der weise und mächtige Zauberer, dessen Zunge ebenso scharf wie sein Verstand ist. Sein mysteriöser Gefährte Calibretto, ein Kriegsgolem von immenser Stärke. Garrison, ehemals Gefährte und Waffenbruder von Aramos und nun verschworen, dessen einzige lebende Blutsverwandte zu beschützen. Und die gesetzlose rote Monika, die ebenso schnell Feind wie Freund sein kann. Gemeinsam haben sie die kapitalen Lande bereist und dabei Gally gegen alle verteidigt, die nach der Macht ihrer Handschuhe trachten. Nolan, der es sich zur persönlichen Aufgabe gemacht hat, mehr über Mana zu erfahren, das die Magie und Technologie der Welt antreibt, hat die Gruppe zu einer geheimnisvollen Landmasse geführt, die als die Halbmondinsel bekannt ist. Gerüchteweise soll es dort früher gewaltige Mana-Reserven gegeben haben. Als sie sich der Insel nähern, wird ihnen rasch klar, warum so wenig über das Gebiet bekannt ist. Nicht, wie leicht sie sagen. Wir werden geentert. Gally, geh unter Deck. Du machst eher schlapp als ich, weißt du noch? Da kommen noch mehr. Backbord. Geil. Ich habe euch. Also gut, Rote. Jetzt heißt es wohl ich und ich. Wie immer. Die gefällt mir jetzt schon. Ja. Okay, das war gut. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben es geschafft. Oder wenigstens habe ich es geschafft. Bretto! Garrison! Bitte, bitte seid in der Nähe!
Steuere ich eben? Ah, wer ist der? Ist das hier? Aha, interessant. Ist das hier O? Ach du Scheiße. Okay. Das ist mein Equipment. Talente. Hier. Ist das hier betäubt? Vor kurzer Zeit alle Feinde in der Nähe. Betäubt wurde in der Schlacht mitgenommen. Durchbricht schwache Mauern und Wände. Oh. Das hätte ich ja nicht, ja. Verteidigung, Stoß. Was für Kraftreserve. Okay. Damage Reduction. Schutzschild. Kostet Mana. Aha, Streuschuss. Okay. Okay. Heiltränke und Mana-Tränke. Ja, noch nix. Ach du Scheiße, man kann angeln. Man kann angeln. Ach du heilige Witzka. Gut. Dann gucken wir doch mal. Das ist eine Map. Ah, Tab geht's auch auf. Ah, ist dahinter was? Ah. Oh, sieht schick aus. Trümmer. Ah, wir stürzt hier. Ja. Ah, geht's hier unten noch wohin? Mit meiner Leertaste kann ich irgendwie die Leute betäuben und dann. Ah, ich hab's Tutorial angemacht, da ich das Game noch nicht so richtig gespielt habe. Oh, da ist unser Freund. Hallo. Du bist wach. Shadow, geht's dir gut? Oh, ich muss ja weitermachen, oder was? Ja, fühlst du dich besser? Du hast dich ein paar Stunden ausgeruht. Ich war wohl nicht so ganz auf diesen Kanonenschuss vorbereitet. Ja, schon. Nicht in den Kanonenschuss stellen, ist vielleicht... Hab ich das nur geträumt, oder bist du vom Schiff gesprungen, um mich zu fangen? Bin ich. Wie sind wir heil unten angekommen? Nolan. Wir sind durch ein Portal von ihm gefallen, das uns nur leicht verletzt auf dem Boden abgesetzt hat. Was ist dann mit ihm passiert? Das wissen wir nicht. Und Garrison? Monika? Garrison ist auch durch das Portal gefallen. Monika und Nolan scheinen verschwunden zu sein. Dann sollten wir sie suchen. Sie könnten sich verletzt haben. Garrison hat sich bereits auf die Suche gemacht. Bist du sicher, dass du schon wieder aufstehen kannst? Ich bin noch etwas wackelig, aber wir haben keine Zeit zu verschwenden. Es geht schon. Lass mich zuerst noch deine Wunden etwas mehr heilen. Oh, bist du ein Heiler? Dann treffen wir uns mit Garrison. Wechsel von Gruppenmitglieder. Jedes Gruppenmitglied hat eine persönliche Dungeon-Talente. Kannst du deine Kombination öffnen, um abschnell über Talente nachzusehen? Garrett's Dungeon wiederbeleben, kann die Gruppe heilen. Versuche zu ihm zu wechseln und die Gruppe zu heilen. Coole Fähigkeit. Ja. Was kannst du denn noch so? Lol, du hast weniger Leben als das kleine Mädchen hier? Oder ist das ein Junge? Schwierig zu sagen. Was hast denn du hier für Kampffähigkeiten? Zeig mal dein Talent erstmal. Mehr Heilkraft. Steht Lebenskraft wieder her. Okay, das ist also mein Heiler, so wie es aussieht. Kampffähigkeiten. Defensivmatrix. Da haben wir alle so eine Defensiv, so wie es hier scheint. Zerreißen. Okay. Heilende Welle. Das kostet wieder Mana.
auslöschen. Ah, okay. Also hier ist schon mal eine Kombo zu sehen. Ja. Oh, hier geht's rein. Hier geht's rein. Und gewöhnliche Teile. Was ist das denn? Ah, nice. Crafting gibt's also auch. Was? Voll lull. Ich wollte einfach nur gucken, ob man da wirklich rein kann in den Wasserfall. Ja, nice. Bin in der Nacht aufgewacht. Erkannte nicht, was mit Rachel los war, bevor es zu spät war. Ihr Blick, als hätte sie mich noch nie gesehen, hat mich ganz schön zugerichtet, bevor ich reagieren konnte. Seit wir das Mann an diesem Riss im Boden gefunden haben, hätte sie nicht so nah ranlassen sollen. Müde, alles dunkel. Oha. Mana. Deswegen ist doch der Nolan hier. Ach, guck dir mal an, der hat eine fette Truhe hier. Oha. Equipment. Na, easy. Mana gefunden. Eisekleidung. Weniger Ausdauer. Was macht dann Ausdauer? Mehr Abwehr, was macht denn Ausdauer? Sagt mir das Game, das was Ausdauer macht? Lebenskraft Ausdauer 30. Naja, sagt mir das Game nicht, was Ausdauer macht. Eine weiß man das hier. Die Reise. Warte mal. Also, Ausdauer ist Leben, so wie es scheint. Okay, ja klar, Stamina, logisch. Sollte man als WoW-Spieler irgendwie wissen. Okay, mehr Leben, dafür ordentlich Resistenzen. Ich nehme das mit den Resistenzen. So, machen wir jetzt hier noch weiter. Ah, Leertaste ist ja nicht springen. Okay. Ich dachte, ich kann jetzt hier springen. Okay, hier geht's dann natürlich weiter. War schon mal lucky hier. Von hier unten kommen wir, ne? Ja. Ist ja noch weiter. Das ist unser Schiff. Das andere da vorne war irgendwas anderes, oder? Muss doch mal Schiff gewesen sein. Hey, der Witzka. Mach doch nicht sowas. Jetzt suchen wir mal Garrison, wa? Ui, was ist das denn? Kann ich die Kamera irgendwie drehen? Nein. Was bist du denn? Pizzle Blob. Ach du Scheiße, der greift mich an. Aha. Okay. Sehe ich, was der macht? Nö. Ich könnte mich jetzt verteidigen oder draufhauen. Ich sehe ja gar nicht, was der macht. Kraftreserve. Das ist immer noch überlegen. Ich bin plus 10 gekommen. Ah, es gibt Aktionen und Fähigkeiten. Heiltränke, Flucht. Boah, das hat wir jetzt wie Oha. Oh, der ordentlich Damage. Der hätte zerrissen hier, ne? Ja, nein, das heißt, du könntest dich jetzt heilen. Für 15 Mana. Das ist die plus 10. Ach, da oben lege ich die Reihenfolge fest. Das wäre jetzt sofort.
Und das ist eine Fähigkeit, die hat ein Tempo. Schnell. Sehr schnell. Ah, okay, okay, okay. Er hat quasi auch eine... Ja, die Kraftreserve zählt also quasi als Mana. I guess. Okay, damit wäre ich quasi später dran. Okay, verstehe. Ja, Tempo-Anzeige. Easy. Aha, Zwiebelkopf. Und einen einfachen Schleim und Geld. Okay. Gut. Kampf 1 erfolgreich bestanden. Diese Kraftreserve scheint irgendwie Mana zu sein. Hier geht's da wahrscheinlich raus. Ist hier noch was? Naja, ne? Unten in der Ecke vielleicht? Ja. Na gut. Dann suchen wir mal unseren dritten Kumpan hier. Den Garrison. War der Schwertkämpfer, wenn man nicht alles täuscht. Okay. Ja. Quasi defensiv machen, wenn ich sehe. Ah, ist ja cool. Garrus ist nach Nordosten gegangen, um Monika und Nolan zu suchen. Wir sollten auch in diese Richtung gehen. Ich bin sicher, es geht ihnen gut. Für alle Fälle sollten wir uns beeilen. Bestätigt. Nordosten heißt nach oben. Das heißt, wir gehen erst nach unten. Flucht ist eure einzige Chance. Da weiß ich wieder nicht, was sie macht, ne? Oh, einfach wieder Schlag im Bauch. Schade, man sieht nicht, wen er angreift. Jetzt nochmal ein Schlag. Ha! Die Animation sieht schon geil aus. Oha, hier kriegen wir noch mehr Materialien. Spinnenseide, Wollfetzen, gewöhnliche Teile. Okay. Sämtliche Beute nehmen. Hui. Okay. Sehe ich eine Map hier? Ja. Okay, das ist also die Karte, auf der wir sind. Wo bin ich hier gerade? Hier unten bin ich. Oder? Ein bisschen was erkunden können wir hier, ja? Oh, warte mal. Was ist das denn hier? Das ist ja eine riesige Kanone hier, wa? Nachsehen. Auf der oberen Teilschilden steht Krallenkreuzung. Auf dem nach Osten zeigenden Wegweiser steht Bergseedorf. Direkt darüber eingeritzt die kryptische Botschaft: jetzt nicht mehr. Der Rest ist bis zur Unniederlichkeit erkannt. Okay, nach Osten. Aha. Aber mal, hier ist noch so ein Blümchen. Mit. Und da ist ein Schatz. Muhaha. Okay, die darf anfangen. Ist schneller, die Dinger. Okay, die bereitet irgendwas vor. Gehen wir hier mal. Okay. So. Boah, wow, hier kommt er. Für Schadensreduktion. Okay, aufs Maul. Okay, verstehe. Steigert Heilung 50%. Okay, ist quasi einfach schneller. What? Ah, okay. Ah, ist cool. Man muss immer so ein bisschen raten, was die Gegner einsetzen.
Waldtal. Heute nicht. Oh, noch eine Tunika für dich. Die gibt physische Abwehr und Ausdauer, also mehr Leben. Mach ich aber weniger Schaden. Wenn Klein Gully also unser Tank sein soll. Nö, ich bleib mal hier bei den. Ist schon gut so. Hier, easy. Mal Talkräuter, Klingblatt und schwachleuchtendes Pulver. Ah, hier ist also ein Dorf. Oh, den haben wir nochmal hier weg. Der braucht noch ein bisschen Heilung. Warte mal, ich kann ja mal eine Fähigkeit einsetzen. Ah, die sind beide sehr schnell. Kann ich gucken, was er hier kann? Naja, da muss ich mir merken. Okay. Sehr schön. Mal ihn angegriffen. Aber auch mal geil aus, wenn die zuhauen, oder? Okay. Oh, schön Sachen farmen hier. Dann holen wir uns da mal den Garrison. Hallo, Garrison. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Was du da auf dem Luftschiff gemacht hast, mich vor dem Kanonenschuss abzuschirmen. Beschwer dich nicht, als hätte das Leben gerettet. Du hättest dasselbe für mich getan. Oder er? Ich bin mir vielleicht unsicher. Aber mit schlechterem Ausgang. Du bist ein tapferes Kerlchen, aber. Ha, Kerl, wusste ich's doch. Stimmt, der hat auch was von Sohn gelabert in der Vorstellung. Wir verstehen die Kraft der Handschuhe deines Vaters noch nicht richtig. Du musst vorsichtiger damit sein. Ich hatte keine Wahl. Nein, wohl nicht. Ich glaube, er wollte dir nur danken. Hast du eine Spur von Monika oder Nolan entdeckt? Oh, Nolan will ich haben. Magier ist bestimmt geil. Nein, und dieses Dorf sieht lange verlassen aus. Im Osten sind Lichter am Horizont. Könnte eine Stadt sein. Wir sollten nachsehen. Falls sie überlebt haben, sind sie sicher dorthin gegangen. Ja, gut. Was soll das heißen, falls? Nolan hat uns gerettet. Er kann auch sich und Monika retten. Oh, ich glaube, Monika braucht keine Rettung. Da hast du wohl recht. Also lasst sie uns suchen. Garrison hat sich der Gruppe angeschlossen. Okay, was kannst du denn? Du wirst aber bestimmt eine Haut drauf, oder? Oh ja, 92 Angriffsstärke. Okay. Ein Spur, der Feindschaden vermeidet und Garrisons Eile massiv steigert, wenn er damit die Schlacht geht. Okay. Kann seine Kraft schneller anlegen und eine größere Kraftreserve aufbauen. Okay. Oh, der hat schon eine Fähigkeit mehr, siehst du? Er hat hier dieses Parieren. Genau, wenn er pariert, kriegt er 5% mehr Damage. Das ist cool. Also Angriffsstärke. Oh ja, hier 15 Kraftreserve. Flinker Streich. Sammelstreich. Wie, der macht alle anderen schneller? Boy, der hat Damage, der Boy. Der hat Damage, der Boy. Nice. Wir wollen ihn mal ausprobieren. Sieht aber auch blau aus. Der hat Damage, der Boy. Flinker Streich. 20 Schaden. Genau, wird bei bestimmten Fähigkeiten für Bonuseffekte anstelle von Mana verbrauchen. Nach einer Schlacht geht die. Genau, das ist quasi so Mana, was man in der Schlacht sammeln kann. Okay. Oh, das reicht vom Damage. Ja, perfekt. Ich sehe leider keine Lebenspunkte bei denen und so.
Ah, wir kriegen ja gute Ressourcen. Wesen. Kriegsbeute. Tagebucheintrag ist mit der Hand auf Pergament gerettet. General Zarvir ist letzte Nacht von der Hauptfront zurückgekehrt, weil es dunkel war, hat ihm kaum jemand richtig zu Gesicht bekommen und konnte mehr sagen, als dass es ihm gut zu gehen schien. Die Krieger anderswo haben den Außenposten Tribut verlangt. Da sich die Reihen lichten und unsere Abwehrübungen lasch werden. Ich weiß nicht einmal, ob sich Rabenherz letzte Nacht überhaupt die Mühe gemacht hat, Streife zu gehen. Aber er scheint mir schon immer eine faule Ader gehabt zu haben. Das dürfte sich ändern, jetzt wo Xavier wieder durch die Korridore schleicht. Aha. Carlos. Kenn ich hier nicht. Ah, so Sammelobjekte. Für die Geschichte. Na, gucken wir mal. Hier soll ja irgendwo dann. Oh, jetzt sind es schon zwei. Okay, jetzt wird's. Okay, der macht irgendwas Starkes. Aber wir könnten den rausnehmen, bevor er dran ist. Wir alle drei da drauf haben. Schade, es wäre schöner, wenn der andere, also wenn unser Heiler schneller wäre. Dann würde er nämlich diesen zerrissen Debuff draufpacken. Genau, dann kriegt er nämlich 10% mehr physischen Schaden. Einen haben wir jetzt. Okay, der macht sich schneller. Darf dann mit Hammer angreifen. Coole Kombo. So, du heilst den mal. Streusschuss. Machst du 16 Schaden. 14 Schaden. Ist dir mehr Damage? Nur hier. Kriegsgläfe. Schnell. Ah, hier oben sehe ich gleich, wie er sich verändert. Sammelstreich. Hier wäre er nochmal vor dem dran, ne? Oha! Der Stein! Ach, dammit. Overkill, Bonus XP. Okay. Animationen sind gut. Durch. Alter Schwede, der die Fledermaus halbiert, ey. Ihr solltet besser fliehen. Was? So. Easy peasy. Alter, der hat ja gar keine Chance. Alter, haben wir die weggemacht. Okay. War spannend, wenn wir aufs Maul bekommen. Wann das Spiel sagt, jetzt passt dir genug im Tutorial rumgeflext, jetzt nachsehen. Gen Norden Hamsweg, gen Süden Wildnis. Okay, man kann hier unten also nicht rüber. Dann gehen wir erst hier oben ins Dorf. Das muss das Dorf sein. Ich sehe ein paar Lichter, aber keine Leute. Wo sind denn alle? Tja, klopfen wir an ein paar Türen. Ach hey, Quest gibt's ja auch. Immer herein! Wo sind wir? Habt ihr unterwegs das Schild nicht gesehen? Genau, ihr seid nur auch noch Harmsweg. Aber keine Angst, der Name ist mehr Bellen als Beißen. Gut zu wissen, wie heißt die Taverne hier? Zum ausgeweideten Reisenden. Ja, Tumor, der Typ. Bleibt ein Weilchen! Ruhen, Zeug verkaufen, Waren ansehen. Hier kann ich Sachen kaufen. Oha. Man fühlt sich ausgeruht und stellt in den nächsten paar Schlachten jede Runde 24 Lebens. Bufffood. Steigert die Angriffsstärke in den nächsten paar Schlachten um 40, macht aber sehr müde, wenn die Wirkung verflogen ist. Armenfraß. Steigert Abwehr um 24. Ah, okay, geil. Bufffood. Finde ich geil. Okay, Köder.
Ah, gucken wir mal, bevor wir uns mit dem Angeln beschäftigen. Rückkauf. Ach, hallo. Okay, Runen, 11 Gold. Aha, gut. Achtet auf die Straße. Grimbarts Schmiede. Eine schwere Eisentür, die glühende Esse und die Vielzahl überall verstreuter Werkzeuge zum Bearbeiten von Metall verraten euch, dass dies eine Schmiede sein muss. Na, dann öffnen wir mal die Tür. Du bist der Dorfschmied? Wow. Wer seid ihr denn? Das ist eine grobe Art, Fremde zu begrüßen. Ja, als Fremde wisst ihr nicht, wie grob wir hier werden können. Ich nehme an, wir werden es ganz schnell erfahren. Ach du Scheiße, da haben sich jetzt wir gefunden. Das Fell muss dick sein, wenn man auf einer einsamen Insel wie dieser überleben will. Und der Hammer sollte schwer sein. Wo wir gerade von einsamen Inseln reden, wie seid ihr hier gelandet? Wir waren mit einem Luftschiff unterwegs. Dann haben uns Piraten überfallen. Das kann gut sein, obwohl es keine Piraten waren, wie du sagst. Banditen, ganz einfach. Nur Strolche und heiße Luft. Aber in letzter Zeit sind sie eine richtige Landplage. Banditen? Für wen arbeiten sie? Tja, als Banditen. Wohl für sich selbst. Obwohl sie sich in letzter Zeit anders verhalten als vorher. Weniger konfus, besser organisiert. Big Brain zieht die Fäden im Hintergrund hier. Das macht dem kümmerlichen Rest hier Sorgen. In der Schlacht wurden wir von einigen unserer Freunde getrennt. Wir glauben, sie könnten sie haben oder wissen, wo sie sind. Wir würden gern mit ihnen reden. Ja, reden. Ein paar Schwächlinge waren im Morgengrauen hier und haben Ärger gemacht. Wir haben sie verjagt. Folgt ihnen nach Süden, wenn ihr glaubt, dass ihr eure Freunde findet. Wenn nicht, bereuen sie es. Seid auf der Hut. Sie müssen da irgendwo ein Lager haben. Ja, ich bin noch da. Wir streichen nach Süden, was? Wir gehen noch früh genug in die Richtung. Okay, finde den Boden, ne? Was braucht ihr? Das ist dann alles. Ah ja. Guck mal, hier noch alles haben. Was bist du da für einer? Autoritätsladen. Nochmal anklopfen. Ah! Und nochmal anklopfen. Was soll der Koch? Ach, hier ein Kriegskolem. Das ist schon beinahe faszinierend genug, um meine Zeit dafür zu opfern. Faszinierend zu sein ist eine Bedingung. Ja, jetzt hört bitte auf zu klopfen und verschwindet. Und ich erwarte, dass ihr den Schaden an meinen schönen antiken Eingang beseitigt. Ah, der einfache Kriegskolem. Geht weg. Okay. Der mag uns nicht. Was bist du hier für ein Hexenladen? Der Sammler. Oha, Waren ansehen. Schatzklinge. Die Glücksringe der Hochsee. Ihr Besitzer behaupten, dass sie manchmal auf Reise zusätzliche Schätze stolpern. Goldsucher. Steigert das in Schlacht gefundene Gold um 20%. Was kostet denn das für eine Währung? Was ist denn das für eine Währung hier? Ich habe gar nichts von. Von dieser Währung hier oben. Oha, hier kann man also einen richtig krassen Shit machen. Der hat hier noch... krass. So eine Art Zornmehl hier. Stellige Schlacht gefundenes Gold. Alter Schwede. Und Bücher. Vorteilspunkt. Ach du Heide, Witzger. Und für Angeln auch. Was gibt's hier? Messinggarnison. Eiserner Erlöser. Eine alternative Erscheinungsform für Galibretto. Einmal freigestellt, kann man sein Aussehen in der Charakterauswahl ändern. Oha. Geil. Nice. Muss man nur irgendwo diese Bonuswährung sammeln? Ich hoffe, hier gibt's keinen Ingame-Shop, Alter. Das wär's ja jetzt. Bin zum Mittagessen. Aha, das steht herunterreißen auf dem Boden. Zauberin wird sich das merken. Ich starte auf die Stelle, wo einmal. Okay. Bestiarium. Sexy.
Sieh an. Wir haben einen frischen Trupp Abenteuer hier im Tal. Und halbwegs erfahrene obendrein. Wir haben schon die eine oder andere Schlacht erlebt. Und du? Ha! Ich auch. Obwohl ich die gleiche Art, wenn ich sehe, wie ihr eure Klinge haltet. Sagen wir einfach, meine Feinde sind von der wilderen Sorte. Ich bin Raha. Raha die Jägerin. Wie ich sehe, sind nur ungezähmte Feinde einen Kampf wert. Und zu eurem Glück wimmelt es auf dieser Insel von solchen. Das haben wir gesehen. Die Schleim- und Fledermäuse in den Wäldern rings um das Dorf? Nein, da steht euch Schlimmeres bevor. Oha. Wir sind auf der Suche nach verschwundenen Freunden, nicht auf Trophäenjagd. In der Tat verschwinden viele auf dieser Insel. Rettungsunternehmen oder nicht? Ihr könntet ein paar gute Ratschläge brauchen, wenn ihr hier überleben wollt. Nehmt dieses Bestiarium. Sucht die Kreaturen, gegen die ihr gekämpft habt. Ihr werdet feststellen, dass ihr dann Einsichten über ihre Stärken und Schwächen gewinnt. Oh ja, das ist gut. Wenn lang genug überlebt, weise ich euch den Weg zu anspruchsvollen Prüfungen. Das könnte auf der Suche nach euren Freunden ohne Heim vonnöten sein. Ohnehin. Die Suche wird kurz sein. Dafür werden wir sorgen, okay? Dann verschwinden wir wieder so schnell, wie wir gekommen sind. Das habe ich schon öfter gehört. Lasst euch nicht umbringen, Abenteurer. Ihr kommt wieder. Uha. Bestiarium. Wo war das denn? Ja? Nein, Quest. Nice. Nächste Freischaltung, Werte und Fähigkeiten. Bestienvorteile. Besiege 50 Schleime. Steigert die Ausdauer aller Helden um 1%. Alter, das ist ja nice. Ich krieg quasi Boni, wenn ich mehr von den... das ist ja mega geil. Runenspinne. Jetzt mehr Erfahrung. Nochmal mehr Ausdauer. Kampffähigkeit. Giftpistolenangriff. Oh, das ist ja mega geil. Ja, gibt ein paar verschiedene Monstertypen. Geil. Gut, das soll es aber für die erste Folge gewesen sein heute. Das war ein schöner Einstieg. Also bis jetzt sieht das Game ja wirklich interessant aus. Kampfsystem fühlt sich echt wuchtig an. Mit dieser Regenerierung, also mit dieser Kraftreserve und dann die Kraftreserve verbrauchen. Gucken wir mal, was für strategische Möglichkeiten wir hier haben. Ja, wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich riesig über ein Abo und ein Like und einen Kommentar freuen. Ja, cool. Und denkt aber dran, ne? Wer das mit den Bienchen und den Blümchen will, muss freundlich sein. Also seid nett. Und Live-Action gibt's auch ab Mittwochs bis Sonntags bei Twitch. So 15 Uhr ungefähr. Manchmal ein bisschen früher, bis so 23, 24 Uhr. Könnt ihr ja mal vorbeischauen. Und Discord habe ich auch. Falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Alle Links in der Infobox. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.